Michael ist ein hochengagierter Mann, zielstrebig, intelligent und immer bereit, sich bis an die Grenze zu fordern, im Beruf und auch im Sport. Und eigentlich ist er auch überall gut. Das ging von der Schule so, über das Studium bis heute. Immer top. In den letzten Jahren, da war es vielleicht etwas viel. Da kam noch die Heirat, die zwei süßen, aber aktiven Kinder und dann der Hausbau dazu. Michael hat alles gemanagt. Nur der Schlaf war nicht mehr so gut. Und er wurde nervöser und reizbarer. Er konnte einfach nicht mehr so gut abspannen. Er freute sich zwar auf den Urlaub, doch in den ersten Urlaubstagen hatte er einen richtigen Durchhänger. Später wurde es besser. Dann kam ein Wendepunkt, ein schwerer Infekt. Er konnte sich nicht erinnern, in den letzten Jahren einmal schon so krank gewesen zu sein. Was es war, wurde nie ganz klar. Irgendein Virus. Er lag 2 oder 3 Wochen platt im Bett. Danach war sein Leben verändert. Er kam nicht mehr auf den Damm. Zwar ließen der Schnupfen und die Halsschmerzen nach, aber er war nicht mehr so leistungsfähig, konnte sich nicht mehr so gut konzentrieren. Abends war er todmüde und morgens nicht ausgeruht. Er hätte sich am liebsten den ganzen Tag nur hingelegt. Und daneben kamen lauter Zipperlein. Bauchschmerzen, Lärmempfindlichkeit, komische Muskelschmerzen, alles ging ihm auf die Nerven. Das Schlimmste, wenn er sich nur ein bisschen anstrengte, dann fühlte er sich am nächsten Tag, als würde er wieder eine Grippe bekommen. Erhöhte Temperatur, Schnupfen, manchmal waren die Lymphknoten geschwollen und nicht viel besser wirkte sich Stress im Büro aus. Wenn die Kinder auch nur ein paar Mal niesten, war er am nächsten Tag sterbenskrank. So oder so ähnlich kommen viele Patienten zu uns. Sie leiden unter einem Beschwerdebild, das mit unterschiedlichen Begriffen bezeichnet wird. Postvirales Erschöpfungssyndrom, Ermüdungssyndrom, Fatigue, CFS, also Chronic Fatigue Syndrome, myalgische Enzephalomyelitis in England oder Chronic Fatigue Immune Dysfunction Syndrome, CFIDS in den USA. Nun, ohne auf Details einzugehen, hier einige Überlegungen zu dem Krankheitsbild, so wie wir die Beschwerden sehen. Nun, ganz offensichtlich ist etwas mit dem Immunsystem verändert. Wie Michael werden gesunde, leistungsfähige Menschen plötzlich sehr anfällig und labil. Bei kleinsten Anlässen entwickeln sie grippale Infekte, werden reizempfindlich, leiden unter Schmerzen, Lymphknoten schwellen an, und vor allen Dingen entsteht eine bleiernde Müdigkeit, Konzentrationsstörung, unglaubliche Abgeschlagenheit. Im schlimmsten Fall ist die Leistungsfähigkeit nahezu aufgehoben. Sie liegen praktisch nur noch im Bett. Auf den ersten Blick könnte man denken, es läge eine Immunschwäche vor. Und tatsächlich wurden viele Therapien durchgeführt, um das Immunsystem zu stärken. Doch der Erfolg blieb aus. Wir haben einen etwas anderen Blick auf die Zusammenhänge gewonnen und um das deutlich zu machen, möchte ich zunächst einige wenige und stark vereinfachte Fakten zur Immunreaktion wiederholen. Wenn die Haut oder die Schleimhaut von einem Erreger durchbrochen wurde, beginnt eine komplizierte Kaskade von Abwehrmechanismen. Da gibt es zum einen die angeborene Immunabwehr. Sie funktioniert über weiße Blutkörperchen, Granulozyten, Makrophagen, Killerzellen, und Plasmaproteine, das ist zum Beispiel das Komplementsystem oder Interleukine. Ihre Vorteile enorm schnell. Innerhalb von Minuten geht es los und nach wenigen Stunden sind die Keime erledigt. Mission completed. Die angeborene Immunabwehr erledigt rund 90% aller Fälle, also schlichte Routine. Kleiner Nachteil, nicht wirklich spezifisch. Daneben gibt es jedoch ein wesentlich gefährlicheres Kampfmittel des Körpers, die erworbene Immunabwehr. Und die kann doppelläufig feuern. Einmal mit Antikörpern in Blut und Lymphe und zum anderen mit Zellen, die im Rest des Körpers patrouillieren. Dieser Teil der Abwehr ist in der Lage, gezielte chirurgische Schläge gegen einzelne Erreger auszuführen und ihnen punktgenau ein Ende zu bereiten.
Dafür braucht die erworbene Immunabwehr natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Aber man kann ja schließlich nicht alles haben. Die Erreger werden also identifiziert, bekämpft, zerstört und dann, das ist wichtig, das Immunsystem kehrt dann mit seiner Aktivität wieder zurück auf die Ausgangssituation. Das heißt, auf eine Art Ruheniveau. An was wir nicht immer denken. Nur einige, tatsächlich sehr wenige Keime sind bedrohlich, bei denen lohnt sich dieser ganze Aufwand. Die meisten sind es nicht. Die Masse aller Bakterien, tatsächlich 99,99%, sind für uns vollständig unproblematisch, sogar nützlich und werden vom Immunsystem einfach durchgewinkt. Nur selten muss es eingreifen. Und in der Regel geschieht das nebenbei und wir merken nichts davon. Lediglich, wenn heftigere Infekte vorhanden sind, können wir einen Teil der Reaktion wahrnehmen. Beispiele sind die Vergrößerung der Lymphknoten, die erhöhte Temperatur und wir merken auch, wie viel Energie uns das kostet. Wir fühlen uns schlapp und krank und grippig. Wie gesagt, das Immunsystem fährt am Ende auf eine Ausgangs- oder Ruhebereitschaft zurück, aber eben nicht immer. Wenn nämlich der Körper der Überzeugung ist, dass nicht nur das übliche Maß von Bakterien, Viren, Pilzen oder Parasiten vorhanden ist, sondern wir umzingelt sind von gefährlichen Mikroorganismen, dann ist es klug, in einer Art Alarmbereitschaft zu bleiben. Dann kann der Körper schnell und brutal zuschlagen, wenn der nächste Eindringling vor der Tür steht. Die Information, ob die Lage gefährlich ist oder nicht, erhält der Körper zum einen auf immunologischem Weg, viele gefährliche Keime, aber auch von höheren Zentren, das heißt vom Gehirn und von den Zentren, die über die allgemeine Bedrohungslage informieren, also von den Hirnregionen, die den Körper über die allgemeine Stresslage orientieren. Wenn nun eine anhaltende, schwere Stresssituation gleichzeitig mit einem schweren Infekt auftritt, dann kann es sein, dass das Immunsystem hier eine Verbindung herstellt. Ein bisschen wie beim Pavlovschen Hund, für den zwischen der Glocke und dem Essen eine feste Verknüpfung existiert. Der Körper assoziiert einen bestimmten Stress mit einer immunologischen Bedrohung. Kommt nun ein erneuter Stress, fährt das Immunsystem mit grobem Geschütz auf. Es mobilisiert die Artillerie. Die weißen Blutkörperchen werden aktiviert, Immunglobuline vermehrt produziert, die Lymphknoten werden aktiv, möglicherweise steigt auch die Temperatur an. Und die Betroffenen fühlen sich elend und krank. Der damit verbundene innere Stress, warum bin ich denn schon wieder krank, woran liegt das bloß, wie wird das alles enden, verstärkt natürlich die Bedrohungslage. Nun, je häufiger dieser Prozess sich wiederholt, desto stärker wird die innere Verknüpfung. Die Reaktion des Immunsystems wird nun immer leichter auslösbar. Immer banalere Keime können eine heftige Antwort auslösen. Aber auch andere Stressreize wie körperliche oder seelische Belastungen veranlassen das Immunsystem mehr oder minder blind loszuschlagen. Die Betroffenen haben nun den Eindruck, dass sie wegen jeder Kleinigkeit krank werden. Sie fragen sich, wieso werfen mich Keime und Belastungen aus der Bahn, mit denen ich vorher mit links klar kam? Nach einer Weile sind nicht nur Keime, sondern auch andere Stressoren in der Lage, die Immunabwehr zu mobilisieren. So kommt es vermutlich, dass auch nach körperlicher Anstrengung, manchmal minimale Belastungen, das Immunsystem reagiert, als gelte es, hochgefährliche Keime zu neutralisieren. Und auch bei psychischem Stress reagiert der Körper so, als wären Viren, Bakterien oder Pilze die Gegner. Doch es kommt noch schlimmer. Dauern diese Zustände an, dann aktiviert der Körper immer mehr Notfallsysteme. Solche Reaktionsweisen sind beispielsweise Durchfall, Herzrasen, erhöhte Aufmerksamkeit, erhöhte Reizempfindlichkeit, eine allgemeine intensivierte Sensibilität, Anspannung der Muskulatur. Und es entstehen nun Beschwerdebilder, ähnlich wie beim Reizdarm, Reizblase, Reizhusten, Fibromyalgie und anderen. Krankheitsbilder, wie ich sie an anderer Stelle ausführlich dargestellt habe. Wie leicht vorstellbar ist, ist alles für den Körper und die Seele enorm anstrengend und am Ende steht Erschöpfung, bleierne Müdigkeit und gleichzeitig hohe innere Anspannung. Soweit ein zugegeben vergröberter Ablauf.
Aus meiner Sicht ist die Sensitivierung, das auf Empfindlichstellen des Immunsystems, der entscheidende Faktor. Andere Formen der Sensitivierung treten dann in der Folge auf, beziehungsweise waren bereits vorher vorhanden. Das Immunsystem befindet sich also in einem Zustand von Daueralarm, einem inneren Panikzustand, bei dem es bei den harmlosesten Keimen an einen Generalangriff denkt. Es kann nicht mehr zwischen den gefährlichen und den banalen Infekten unterscheiden. Vielleicht denken Sie jetzt, okay, so weit, so gut. Doch was folgt daraus? Kann der Prozess nicht irgendwie gestoppt oder rückgängig gemacht werden? Das Grundproblem ist, wie vermittle ich dem Körper, dass Keime nicht bedrohlich sind? Wie entkoppele ich die gelernte Verbindung zwischen Mikrobe und Stress? Aus meiner Sicht geht es nur durch eine neue Lernerfahrung. Das Immunsystem muss erfahren können, dass Keime eben keine Bedrohung darstellen. Es muss aus seinem übertriebenen Misstrauen herausfinden und wir lernen, was ist tatsächlich bedrohlich und was ist nur das tägliche Einerlei von Mikroorganismen, eben nichts Besonderes. Ziel ist also die Koppelung zwischen Mikroorganismen auf der einen Seite und Bedrohung auf der anderen Seite zu vermindern. Und dazu sind aus meiner Sicht genau zwei Dinge nötig. Erstens, der Körper muss aus seiner Notfallorganisation herausfinden, er darf sich nicht mehr bedroht fühlen. Zweitens, vorübergehend kann es sinnvoll sein, Keime und Reize zu reduzieren und einen Schutzraum zu bieten, um die neue Lernerfahrung möglich zu machen. Beginnen wir mit dem zweiten Punkt. Der Körper fühlt sich quasi einem Bombardement von Keimen ausgesetzt. Weniger Keime bedeutet natürlich auch weniger Reaktionen. Eine der einfachsten Maßnahmen besteht daher in einer allgemeinen Infektionsprophylaxe. Keime werden in der Regel durch Menschen übertragen, daher bekam auch Robinson Crusoe ganz selten Schnupfen. Allerdings sind hier die Möglichkeiten begrenzt, da ein vollständiger Rückzug à la Crusoe weder möglich noch erstrebenswert ist. Dazu später noch mehr. Vielleicht kann dennoch Folgendes sinnvoll sein. Meidung von Menschenansammlungen während Infektionszeiten. Meidung von Personen, die erkennbar erkältet sind. Häufiges Händewaschen, wirksamer als man denkt. Allgemeine, aber keine übertriebene Hygiene in Bezug auf den Körper und den Haushalt. Neben diesen Verhaltensregeln ist auch darüber nachzudenken, ob Medikamente zum Einsatz kommen. An dieser Stelle bin ich immer sehr vorsichtig mit konkreten Ratschlägen. Antibiotika werden, speziell in Deutschland, viel zu häufig verschrieben. Dennoch, wir sehen immer wieder Patienten, die nach der Einnahme von Medikamenten gegen Bakterien oder Viren eine Verbesserung der Beschwerden erfahren. Um nicht ungezielt zu behandeln, muss erst einmal klar sein, welche Mikroorganismen im Einzelfall eine negative Wirkung haben. Dabei sollte man nicht nur an Bakterien oder Viren denken, sondern auch Pilze oder vielleicht auch Pilzgifte. Ich bin immer wieder überrascht zu sehen, dass nach der Einnahme von Antipilzmitteln, Mykostatika, manche Patienten eine deutliche Erleichterung erfahren. Meidung bzw. Reduktion der Keime kann also ein erster Baustein der Therapie sein. Aber ganz wichtig, er darf gewiss nicht das einzige und dauerhafte Element bleiben. Dauerhafte Meidung führt im Gegenteil meist zu einer Zunahme der Empfindlichkeit. Das Immunsystem ist nicht vergesslich. Und daher bekommen wir die klassischen Kinderkrankheiten auch nur einmal. Das Immunsystem erinnert sich immer an Mumps und Masern ein ganzes Leben lang. Sie kennen wahrscheinlich den Zusammenhang aus anderen Kontext, wie Sensibilität und Meidung sich gegenseitig verstärken. Angenommen, Sie sind besonders lärmempfindlich, dann kann es eine gute Lösung sein, in eine ruhigere Wohngegend zu ziehen. So stört Sie der Straßenlärm weniger. Aber vielleicht nerven Sie bald andere alltägliche Geräusche, denn die erhöhte Sensibilität hat sich nicht verändert. Im Gegenteil. Wenn Sie dann einem Hotel, einer belebten Straße in einer Großstadt übernachten sollten, dann können Sie wahrscheinlich kein Auge zudrücken. Eine dauerhafte Meidung von Keimen geht natürlich auch gar nicht und soziale Rückzug sind also nicht erstrebenswert und können im Gegenteil zu einem Teufelskreis führen. Der Körper reagiert immer sensibler.
Und wenn dann Infektionsmöglichkeiten strikt gemieden werden, wie gesagt, so gut es geht, kann es zu einem Teufelskreis mit zunehmender Sensibilisierung kommen. Dennoch ist die Reduktion der Infektionsmöglichkeiten am Anfang vorübergehend eine hilfreiche Entlastung. Für eine notwendige neue Lernerfahrung muss aber zwingend ein zweiter Schritt kombiniert werden. Um die Überaktivität des Immunsystems zu dämpfen, muss der Körper überzeugt werden, dass die allgemeine Bedrohungslage nicht so groß ist. Das hört sich einfach an, ist es aber ganz gewiss nicht. Wie sage ich es meinem Immunsystem, könnte man salopp formulieren. Klar ist, sprachlich, rational klappt das nicht. Auch wenn Sie sich immer wieder sagen, bestimmte Keime sind echt harmlos und kein Problem, das wird auf Ihre weißen Blutkörperchen kaum einen nachhaltigen Eindruck machen. Das Immunsystem erfährt unsere Umwelt eher indirekt, fast so wie durch einen dichten Nebel. Und es ist misstrauisch. So leicht lässt es sich nicht überzeugen. Aus seiner Sicht ist nämlich ein falscher Alarm viel weniger gefährlich als ein fehlender Alarm. Ein übersehener Keim kann Totalschaden bedeuten. Wenn also der rationale Zugang nicht wirkt, dann rückt meist Psychotherapie als Alternative in das Blickfeld. Tatsächlich kann ein Teil der Patienten von einer Psychotherapie profitieren. Besonders erfolgversprechend ist es, wenn es gelingt, ein allgemeines Bedrohungsgefühl zu reduzieren, wenn Angst und Anspannung nachlassen. Innere Sicherheit, persönliche Geborgenheit und ein guter Umgang mit zwischenmenschlichen Konflikten sowie ein stabiler beruflicher Rahmen vermitteln dem Immunsystem, die Welt ist weniger gefährlich. Aus unserer Sicht gibt es jedoch eine weitere Erfahrungsebene, die noch effektiver und unmittelbarer auf unser Abwehrsystem einwirkt. Es sind körperliche Therapieverfahren, mit denen der Körper direkt und hautnah erfahren kann, dass die Welt gut und sicher ist. Ganz im Vordergrund steht am Anfang Beruhigendes, Massagen, Wärme, Entspannungsverfahren und besonders wirksam ist der angenehme, unmittelbare Hautkontakt. Aus der Forschung ist bekannt, dass eine wohltuende Massage tiefgreifende Wirkung hat. Sie erhöht den Spiegel von beruhigenden Neurotransmittern, zum Beispiel Oxytocin, senkt Stresshormone wie Cortison, wirkt antientzündlich und aktiviert bestimmte Gene und hemmt dafür andere, dämpft im Allgemeinen das Immunsystem. Kurz, der Körper erfährt bei der Massage, die Welt ist gut, ich bin nicht bedroht und kann mich entspannen. Besonders wirksam sind solche Therapieverfahren, wenn sie nicht nur über den Hautkontakt einwirken, sondern viele Sinnesorgane mit einbeziehen. Wärme, Kälte, Druck, Berührung, Geschmack, Vibration, Licht und so weiter. Wenn vielfältige Sinnesorgane übereinstimmend die gleiche Botschaft vermitteln, dann wirkt das ungemein überzeugend und das Immunsystem traut sich langsam, seine ängstliche Anspannung aufzugeben. Klar ist auch, solche Reize und Botschaften wirken umso stärker, je häufiger, wiederholter sie erfahren werden. Eine gelegentliche Massage hat kaum einen bleibenden Einfluss. Wirksam sind die Verfahren, wenn sie folgendermaßen eingesetzt werden. Häufig, das heißt am Anfang möglichst täglich. Umfassend, das heißt möglichst viele Sinnesqualitäten ansprechend. Sicher sind, das heißt in einer emotional entspannten und räumlich angenehmen Umgebung erfolgen. Doch wir setzen nicht nur angenehme Verfahren ein, sondern auch abhärtende. Das heißt, auch Kälte, Bewegung, stärkere Muskelreize, das kommt alles hinzu. Der Sinn? Das Immunsystem soll erfahren, dass auch intensivere Reize keineswegs bedrohlich sind. Dieser Teil ist wichtig, damit die erwähnte Schleife aus Rückzug und Meidung unterbrochen wird. Schließlich sollten wir noch zwei weitere Dinge erwähnen, die bisher zu kurz gekommen sind. Schlaf und Ernährung. Ohne hier auf Details einzugehen, umfasst unsere Behandlung immer Einwirkungen auf diese beiden Bereiche. Zwischen Schlaf und Immunsystem besteht eine äußerst dichte Verschränkung. Daher achten wir mit Methoden der Schlafhygiene, aber auch mit Medikamenten, die nicht abhängig machen, auf eine Verbesserung der Schlafqualität. Und zur Ernährung? Der größte Teil des Immunsystems hat einen unmittelbaren Kontakt zum Darm
Wir sprechen von dem darmassoziierten Immunsystem. Für uns Menschen findet daher auch der intensivste Kontakt zur Umwelt nicht über die Haut, sondern via Darm statt. Seine Oberfläche umfasst wahrscheinlich einige hundert Quadratmeter im Vergleich, die Haut vielleicht 2 Quadratmeter. Sie ist mit Billionen Keimen besiedelt. Der Zustand der Darmschleimhaut, die Atemmenge der Darmbakterien, die Darmbewegungen, all das beeinflusst das Immunsystem ja den ganzen Menschen auf direkte Art und Weise. Eine Optimierung der Ernährung ist daher eine Basismaßnahme, die bei keiner Behandlung fehlen darf. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass eine Reihe von Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, entzündlichen Darmerkrankungen, ein sehr enger Zusammenhang zwischen den Mikroorganismen des Darms und der Erkrankung ist. Fassen wir zusammen. Bei CFS und verwandten Krankheitsbildern liegt eine Überaktivität des Immunsystems zugrunde. Der Körper arbeitet zunehmend im Notfallmodus. Diesen gilt es zu beenden. Um das übertrieben aktive Immunsystem zu beruhigen, kann es sinnvoll sein, vorübergehend Infektionsmöglichkeiten vorzubeugen und die allgemeine Keimlast zu reduzieren. Da kann man auch mal Medikamente einsetzen. Gleichzeitig aber sollte dem Körper auf vielfältigen Wegen vermittelt werden, die Welt ist nicht bedrohlich, sondern sicher. Neben psychotherapeutischen Verfahren sind hautnahe Anwendungen besonders effektiv. Wesentlich ist es auch von innen heraus, also vom Darm heraus, zu signalisieren, dass keine Gefahr von Mikroorganismen droht. Wenn dann noch der Schlaf erholsam ist, Bewegung wohltuend, menschliche Kontakte spannungsarm sind, dann sind alle Voraussetzungen gegeben, dass unser Immunsystem seine übertriebene Aktivität zurückfährt. Zu Beginn der Therapie war Michael schon seit mehreren Monaten arbeitsunfähig gewesen. Tagsüber lag er meist auf der Couch und hatte keinen Antrieb. Die ersten Therapietage waren dann unglaublich anstrengend. Nach wenigen Anwendungen war er sehr erschöpft. Er fühlte sich nicht nur müde, sondern auch verwirrt. Er habe einmal den Weg nach Hause nicht gefunden, hat er später verschämt erzählt. Am Folgetag schlief er die meiste Zeit. Mehr als 3 oder 4 Therapietage mit wenigen sanften Einzelmaßnahmen waren daher anfänglich nicht möglich. Doch nach gut 2 Wochen empfand Michael die Behandlung nicht mehr so belastend. Auch die Müdigkeit am Folgetag ließ etwas nach. Schritt für Schritt konnten die Therapien gesteigert werden. Phasenweise gab es auch ein Medikament gegen Pilze. Nach einem Monat war die Verbesserung des Allgemeinzustandes nicht mehr zu übersehen. Seine Vitalität nahm zu und auch die vielen Begleitbeschwerden wurden erkennbar besser. Doch die Besserung lief keineswegs beständig aufwärts. Immer wieder warfen ihn Infekte erheblich zurück. Doch diese Abstürze wurden kürzer und weniger tief. Michael fasste langsam wieder Zuversicht. Heute sind die Beschwerden praktisch überwunden. Aber Michael kennt seinen Körper auch besser. Dauerstress in Verbindung mit Schlafmangel, das weiß er mittlerweile, ist für sein Immunsystem die gefährlichste Kombination. Michael schont sich nicht. Aber er gönnt sich nach einer stärkeren Belastung immer wieder eine Ruhepause. Seine Einstellung zum Leben hat sich verändert. Vieles tut er heute bewusster. Essen, bewegen, schlafen. Das tut ihm, seinem Beruf und seiner Familie gut.